Bisschen Gas geben. Aus der Lesung raus. Kann sich auch selber damit filmen. Ja, wir sind unterwegs. Ich filme, Werner steuert und Ronald und Regine kommen da hinten mit ihrer schönen neuen LM24. Erste Tour. So Weitwinkel noch ein bisschen weit weg, aber das kriegen wir noch. Ja, Film läuft schon ab. Klappe 1, die dritte. Groß. Muss das Ganze nur noch einen Titel kriegen, ja. Gut sein. Hast du denn schon einen Arbeitstitel für deinen Film? Nee. Findet sich. Wer fährt die Robbe? Die zahlen uns nochmal schön im Kielwasser. Sind wir nach Schweiburg angekommen. Wassertiefe 0 unterm Kiel. Vielleicht eine Handbreit, vielleicht auch nicht, vielleicht nur Schlick. Werner wartet aus WLAN. Das muss ich gleich einrichten. Ronald und mit der Robbe, die haben 10 cm mehr Tiefgang als wir. Die haben es nur bis da hinten hingeschafft. Muss sein. Mit dem richtigen Wasser. Ist gut. Jawohl, was haben wir genug? Absolut Neues. Vielleicht sollten wir den Tank dann auch noch mal komplett spülen. Also leerpumpen und dann nochmal neu auffüllen. Schulüberbordmanöver. Schuh-über-Bord-Manöver. Und das wird eingeschaltet. Wo ist der Schuh? Wir suchen ihn. Irgendwo muss er, treibt aber in unsere Richtung. Ich hab ihn, da ist er. Da ist er. Sie nähern sich. Gas weg, auskuppeln. Das ist wie mein Überbordmanöver. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir damals deine Mütze aufsetzen? Meine Mütze, weißt du das noch? So, wir sind bis vor die Box gekommen, aber noch nicht rein. Dauert nur eine halbe Stunde, bis das Wasser steigt. Und dann kommen wir hin. Aber schön zwei Plätze nebeneinander. Ronald, der 10 cm Tiefgang hat und vielleicht auch nicht die tiefe Rinne erwischt hat. Der liegt hinten noch im Siel. Ich sehe seine Mastspitze. Noch eine Frage von 10 Minuten. Ansonsten tiefstehende Sonne über dem Absersiel. Immer schick. Jetzt schauen wir uns mal den Club aus. Hat den Bauwagen ersetzt. Und jetzt erstmal Schlick. Der Weser. Robbe vorm Atomkraftwerk. Wände müssen wir abfallen, Fock rüberholen, wird schon immer besser. Ja, siehst du. Perfekt. Sie kommt.
Dichter. Segeln auf der Weser. Geht gut. Drei Windstärken. Läuft. Da hinten segelt die Robbe. Kämpft sich auch wacker ran. Ja. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit ihrer Fock. Die muss noch ein bisschen dichter. Aber insgesamt ist das schon prima. Neuer Hafen in die Weser und gehen noch mal gegen die Tide quer übers Watt. Ronald und Regine liegen da hinter dem Gelben. Tore gehen zu. Und wir liegen vor. Wir sind unterwegs vor der Bremerhavener Kolumbuskaie und gleich übers Watt nach Fedderwattersiel. Wir fahren gegen die Tide, so anderthalb Stunden vor Hochwasser, zwei vielleicht jetzt. Da hinten kommt die Robbe in unserem Kielwasser. Und wir haben eben schon zwei Schweinswale und zwei Seehunde gesehen. So, wir fahren quer übers Watt. Der Autopilot steuert, der kann das am besten. Ronald hat 10 cm mehr Tiefgang. Mit der Robbe, der folgt uns treu hinten dran. Wir fahren quer rüber. Ja, ist noch reichlich Wasser. Wir sind eine Stunde vor Hochwasser. Alles bestens. Wir haben die Abkürzung übers Watt gut überstanden. Immer 1,20 Meter Wasser noch unterm Kiel. Sind jetzt am Brückenweg Mittelkiel und gerade so übers Watten hoch rüber. Ab jetzt ist alles tief. Ronald ist auch ganz begeistert und Regine. Robert auch die Fock draußen, wie wir. Da sieht man schon Fedderwattersiel. Wollen wir hin, aber direkt geht nicht.
hier haben wir die Focken mitziehen. Da geht gerade so. Eigentlich fällt sie schon ein bisschen ein. Aber weil wir gleich noch mal ein bisschen abfallen vom Kurs her, passt es dann wieder. Die zieht noch. So, Werner, moin. Das ist doch mal eine Perspektive. Wir schwimmen in Fedderwater Siel im Yachthafen. Werner ist schon fertig. Nach anderthalb Stunden stramm schwimmen hat er jetzt auch genug. Und hier schwimmt Regine. Und steigt geradeaus über die Heckleiter. Ich komme jetzt aus Bremerhaven geschwommen. Ronald kommt aus Bremerhaven geschwommen. Ja, viel schneller als ich. Genau. Das auch fachmännisch klappt. Klappt. Ganze Krabbe. Krabbenpulen. Geht leicht, auch mal eine schief. Aber leichteste Übung. Aber die meisten klappen. Vielleicht solltest du das professionell machen. Nee. Für wen denn? Ist die selbst. Und wer das ist Spezialitätenrestaurant. So, Vorbereitung zum Auslaufen. Fedderwater Siel. Leinen los. Ja, du kriegst deine Befehle von jemand anders. Tschüss. Fedderwater Siel, bis auf dem Rückweg, vielleicht. Wir warten nicht, bis morgen fertig ist. Genau. Ja? Aber diese Woche ist alles gut über. Fedderwater Siel, tschüss. Die weithin sichtbaren Wohnwagen. Da ist die Hafeneinfahrt vom Fischereihafen. Oder? Ich höre auch Motorengeräusch. Oh, wir müssen unseren Kegel runternehmen. Wir sind ja schön bescheuert. Moin. Bochumer Siel erreicht. Beim besten Wetter, ohne Wellengang, quer übers Watt. Gerade festgemacht. Strom wird gelegt. Schönen Platz gefunden. Die Stander flattern im Wind. Auslaufen auf Bochumer Siel. Ein letzter Blick. Alle sind los. Jetzt geht's Richtung Brückenweg. Da rollen die Leinen auf. Heute von Bochumer Siel nach Halesiel. Zweimal H, zweimal Siel. So. Winsener Hoch voraus. Dazwischen die blaue Balje. Links Wangerooge. Wir drehen jetzt ab nach Westen ins tiefe Wasser. Alles gut. Richtung Halesiel. Falls man was sehen kann, ist hier der Kurs. Ja, da guckt gespannt auf den Plotter. Und direkt voraus kann man hier nicht sehen, aber wir in Vergrößerung. Der Westturm von Wangerooge. Ja, gutes Bild geworden. Ja, werden wir sehen.
Kennt ihr ganz früh. Alles klar. Kurs, wir nehmen Kurs auf das Zielende, aber wir haben 1,70 Wasser. Das ist reichlich. Ja, schöne Sony-Kamera. LC, ne? Nix von, LC. LC, nichts von dir. Mörder-Zoom. Ja. Ja. Deswegen heißt das, wir sind ein bisschen bis nächstes. Die geht nur in Gang, wenn Leute in Action sind. Klappe 1, die dritte. Ronald und Regine in Action. Ronald, ich bin läuft. Schön. Hab den Diesel abgestellt. Mach mal ab, ich hab aus. Ja. Da muss man nicht so brüllen. Ja. Was wird's euch? 3,2 Knoten, sagt er bei mir. Ja, ist ja gut. Ja, bei mir auch. Aber wird schon klappen. Der Wind ist mit euch, das ist gut. Um den Pfahl rum und dann einfach auf Werner zu. Werner, bleibt da stehen. Das schafft er schon. So, jetzt immer dichter an den Pfahl ran. Dichter an den Pfahl ran steuern. Und nochmal mehr Backbord gehen. Mehr Backbord. Ronald. Herr Werner, dann geh mal hinten aufs Schiff. Bitte? Das ist eine Kamera. Genau, das ist ein Mikrofon und das ist eine Kamera. Ja, alleine übergeben und Werner zieht euch rein. Schon spannend. Das kommt ja, ihr kommt näher, ihr werdet größer. Werner, dann könnt ihr gar nicht hinten rumschwimmen. Hier wird es gleich viel leichter, weil hier kein Wind mehr ist. Kannst du stehen? Ja, da war ein Meter auf dem Echolot. Regine, jetzt bist du Kapitänin. Regine hat alles im Griff, weil sie den richtigen Hut auf hat. So, du musst jetzt einfach den hinterher lenken, ne? Warum habt ihr eigentlich geduscht heute Morgen? Hier rein. Dazwischen. Dann liegt ihr gleich auf guten Fendern. Ja, ist richtig. Wir sind nämlich noch nicht richtig fest. Regine, voll Backbord geben. Pinne wegdrücken. Jawohl, volle Kanne. Rum. Noch mehr, Regine. So, ist gut. Das kannst du deinen Enkel noch zeigen hier. Unglaublich. Oh, da kann man stehen wieder. Ja. Und damit können wir Geld verdienen. Ja. Als sogenannte Anlegeschwimmer. Regine, leg mal bitte hinten über den Pfahl eine Leine rüber. Und ein bisschen ab vom Boot. Ja.
Schönen dicken Fender. Warum fahrt ihr jetzt dagegen? Gut, ich schalte jetzt mal die Übertragung ab, um euch anzunehmen, ja? Das wäre nett. Wunderbar, das war's erstmal. Schiff gerettet, Besatzung gerettet, dank zweier ausgebildeter Rettungsschwimmer. Frisch geduscht. Das macht ein Diesel nur, wenn er keinen Sprit kriegt. Ja. Wir gucken uns gleich mal deine Filter an. Hast du Ersatzfilter mit? Ja. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Dann werden wir die gleich mal wechseln. Aber ja, da kommst du auch nach Fedderbadersee. Ja. Quer rüber, na klar. So, wir warten vor der Schleuse Halle-Siehe. Um 11 wollen wir raus. Und hier wird es gleich richtig voll. Deswegen haben wir uns schon mal vor in die Schlange vorne angestellt. Ausfahrt Halle-Siehe. Voraus Wangerooge. Backbord Spiekeroog. Da wollen wir hin. Spiekeroog. Aber eben war auch mehr schlägt. Das Wasser steigt schon. In einer Stunde laufen wir aus. Das ist noch ein Meter höher. Richtung Wangerooge. Wir verlassen Spiekeroog. Noch Wasser zum Ablegen. Ich hoffe, der Kopf kommt gleich übers Wattenhoog. Da sind wir noch leider den Wind auf dem Kopf. Nein.
Seegatt, die Hale. Da schwimmt ein Seehund. Vielleicht liegen noch welche in der Brandung. Ja. Jo. So, nach langer Abwesenheit hat Ronald und Regine, haben Ronald und Regine uns mit ihrer Robbe wieder eingeholt. Die saßen auf dem Watt fest. Ja, ich komme. Willkommen daheim. Ja, genau. So, ich hole die Segel wieder runter. Er dreht nach Süd. Das klappt nicht bei einer so Stärke. Morgens früh in Nassauhafen, Wilhelmshaven. Eine Runde Schwimmen im Hafen liegt schon hinter mir. Wir haben das Schiff aufgeklärt. Gleich segeln wir zur Kaiserweihe runter. Werner ist mit ihm rübergegangen. Setzen auf der Robbe. Ja, genau. Dort hinten in der Lücke ist der Jadebus und da ist Wilhelmshaven, Tiefwasserhafen und chemische Industrie. Und da hinten, hinterm Bad, ist New York. Was Watt nach Bremerhaven, von der Spitze vom Brückenweg abgekürzt, die alte Route, alles gut tief, so dicht bei Hochwasser, ein, zwei Stunden vorher geht das schon. Kommen wir bei Bogenton. So, Bremerhaven ist erreicht, die ganze Kaje liegt hinter uns, Ronald ist auch da. Gleich fahren wir auf Ochsenhals, wir hören das Geschaukel auch auf hier. Und wir haben noch eine Stunde Tide vor uns herlaufen, das ist prima. Dann kommt auch noch besser die Schweiburg. So ist das. Dann hat er, und dann, ich weiß auch nicht, wie die Schaltung ist, und dann hat er das irgendwann probiert und hat mühsam, er wird langsam dunkel, und hat diesen blöden Endschalter vom Seitenständer wieder rund gekriegt. Sonst wäre die Zündung dann. Nein, das ist ein Mist. Ja, aber das ist doch ein Sicherheitsaspekt. Ach. Zurück auf der Weser.
Brake ist zu sehen. Hammelwaden. Aria Sand. Und da vorne ist Elsfleet. Ganz am Ende. Elsfleet. So, da fahren Sie nun dahin. Letzte Filmaufnahmen vor der Flutmauer. Sie fahren nach Hasenbüren. Wir nach Wetterhude zum Tanken. Vorher noch in der Lesung. Und hier ist die Lesung. Jawohl, da vorne ist die Tankstelle. Mal sehen, wie viel wir verfahren haben in den 10 Tagen. Heimisches Revier. Hier lachen wir das Schulschiff Deutschland. Jetzt sieht's besser.